Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zu einer neuen Aufnahmesession. Ich habe eure ganzen Kommentare gelesen. Heute trotzdem wieder ohne Facecam. Warum? Der Grund ist ganz einfach. Ich habe noch nicht geduscht, Leute. Deswegen, ich wollte jetzt ganz gerne aufnehmen. Wir haben nämlich schon fast 2:30 an diesem schönen Freitagnachmittag und ich würde ganz gerne erst aufnehmen, damit ich schon mal alles habe und so. Und deswegen, sorry, es gibt heute keine Facecam, also in den nächsten 4-5 Folgen. Aber YOLO! Dafür habe ich ganz viele Kommentare von euch herausgelesen und die würde ich ganz gerne mal langsam angehen. Und zwar ein Kommentar war, ja gut, die Leute da können nur noch im Kreis fahren. Die Rede ist von dieser Straße hier. Also denen geht's relativ gut dafür, dass sie nicht mehr herauskommen. Wahrscheinlich fahren die trotzdem einfach so hier lang. Das Problem ist folgendes, Leute. Ich habe hier eine Einbahnstraße gebaut. Ja. Und hier halt auch. Das heißt, die Leute können von hier nicht mehr rausfahren. Das ist so ein bisschen das Problem. Ich will noch mal kurz abchecken. Hier ist die große Straße, ne? So. Die können hier lang fahren und kommen da wieder raus. Wenn sie hier reinfahren, kommen sie natürlich da wieder raus sehr gern. Und von hier kommen sie, also wenn die hier reinfahren, müssen sie halt da raus. Aber die von da müssten halt hier rumfahren, müssten hier wieder reinfahren. Ist ein bisschen umständlich, aber das ist schon okay. Finde ich. Aber hier haben wir ein kleines Problem, denn hier braucht man eine Verknüpfung, damit die auch hier rausfahren können. Das heißt, hier fahren sie rein, hier rum. Und hier können sie wieder raus, hier aber nicht. Also machen wir entweder eine Einbahnstraße, die hier rüber geht oder die sofort da anknüpft. Wobei ich eher sagen würde, wir knüpfen die hier an. Wir müssen da allerdings ein paar Häuser wahrscheinlich, zwei. Machen wir es so. Dann haben sie zwar auch wieder einen extrem weiten Weg, aber ja, ist okay. Wir haben jetzt ein paar Häuser abreißen müssen, aber jetzt kommen die von hier auch wieder hier lang, müssen dann hier rumfahren, fahren hier rum und fahren hier raus. Ist ein bisschen umständlich. Hier kommen sie halt nicht raus, da kommen sie halt nur rein, ne? Genau. Ja, es ist okay, Leute. Hier ist auch eine Ampel, ne? Die können wir vielleicht mal ausstellen, eventuell. Ampel war nochmal hier oben irgendwo. Ich habe sie da vollkommen vergessen. Ist sogar gar keine. Ach, guck mal an. Na, guck mal an. Okay, cool. Nee, soweit ganz cool. Ein weiterer Kommentar war folgender. Und zwar hat einer geschrieben, kannst du einen Bussi oder Busbahnhof Jonte X nennen? Oder Jonte X. Einen Bussi. Ich hätte noch nie, also für Bus, eine Abkürzung Bussi gehört. Wir machen natürlich mal hier und nennen das einfach mal... ach nee, Jonte X war das, ne? Nicht Bussi? nee, Yonex war das, ne? Was war das nochmal? Nee, Jonte X, so. Oder irgendwie so, ich weiß nicht genau. Hier, so. Und ein weiterer Kommentar war, dass ich das Budget erhöhen soll hierfür, damit die auch öfter kommen, die Busse. Habe ich aber, glaube ich, eigentlich schon getan. Budget für Busche, ach, ist eigentlich ganz niedrig. Machen wir mal auf normal. Und ihr habt auch geschrieben, ich soll, das ein bisschen mehr außerhalb machen, weil das halt zu Staus führen kann. Ich sehe aber erstmal keinen Stau, deswegen lass uns mal so. Ich will einen Busbahnhof. Ich kenne nur einen Busbahnhof, glaube ich. Und der ist quasi auch in der Innenstadt. Deswegen lasse ich das einfach mal so. Und ihr habt auch geschrieben, ich soll mehr Buslinien verknüpfen miteinander, dass sich hier mehrere Buslinien auch kreuzen. Ja, wir haben zwar hier den Knotenpunkt, mehr oder weniger da oben haben wir den Knotenpunkt, wo sie halt da oben langfahren. Und wir haben da unten einen Knotenpunkt, wir sollten die aber nach Möglichkeit verbinden. Und ja, würde ich sehr gerne auch tun, allerdings, ich weiß ja nicht, ob das so richtig dann geht. Wir könnten rein theoretisch, die rote Linie ist aber schon so extrem groß, ne? Die will ich eigentlich ungerne noch irgendwie, na. Und eigentlich müssten wir die Busse auch noch zurückführen, dass die halt in beide Richtungen gehen. Müsste man auch noch eventuell machen, weiß ich aber nicht genau. Ich werde es erstmal so lassen, Leute. Weil ich habe auch eine Idee, das alles ein bisschen umzustrukturieren, was anderes Tolles daraus zu machen, in Richtung Straßenbahn bzw. Zuglinien, wenn wir das neue Gebiet hier anschließen werden. Und so weiter und so fort. Und ein weiterer Kommentar war noch, könntest du ein Viertel Hooligan-Viertel nennen? Ja, ich denke mal schon, ne? Wäre, glaube ich, eine coole Idee.
Hier oben müssen wir mal ein bisschen erweitern, fällt mir gerade so auf. Wir erweitern das mal eben schnell so. La 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 la. So, Hooligan-Viertel. Haben wir denn hier? Das ist das Hooligan-Viertel, oder? Ist auch so ein bisschen hier. Kommen wir mal Hooligan-Viertel. Hooligan-Viertel? Machen wir das Viertel? Aber Hooligan muss klein geschrieben werden. Machen wir einen Hashtag davor? Ja, Hashtag Hooligan-Viertel. Okay, super. Dom baut eine unterirdische Autobahn Richtung Eulenhöhe. Richtung Eulenhöhe. Eine unterirdische Autobahn brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. Ich würde halt ganz gerne wirklich hier hinter eine Autobahn legen, ne? Damit wir, aber das ist alles schwierig gerade. Hier haben wir immer noch nur eine Anknüpfung. Oh, auch alles sehr ungeil momentan. Hier ist alles noch sehr baustellig, aber naja. Wir haben aktuell das so als Baustelle. Dann, Dom, ohne weitere Regelungen verkehren die Autos im Kreisverkehr nach rechts vor links. Ja, ich weiß, wir haben im echten Kreisverkehr natürlich hier überall Stoppschilder, beziehungsweise müssen wir hier warten, dass die Inneren nach draußen kommen. Sprich, wir müssten rein theoretisch Folgendes anmachen, Stoppschild. Problem ist aber, ich habe mal so meiner Erfahrung nach, führt es irgendwie zu mehr Staus, wenn wir das haben. Deswegen war das so schon ganz geil. Aktuell klappt das alles hier gut. Diese Entlastungsstraße ist des Todes geil, meiner Meinung nach. Und sorgt für sehr viel. Klar, hier zum Beispiel nehmen denen die Vorfahrt. Das könnte man einfach mal umstellen, indem wir sagen, hier, Stoppschild hin. Jetzt sind die gezwungen zu warten. Aber dann habe ich das Gefühl, dass hier sich doch sehr schnell wieder irgendwas staut. Und das haben wir dann schon hier so ein bisschen. Und deswegen würde ich es lieber ausmachen. Und da finde ich, dass der Verkehr so ein bisschen smoother ist. Irgendwie. Irgendwie finde ich das. Aber mal gucken. Ja, jetzt haben wir schon den Stau bis da hinten. Aber es ist halt der typische Stau, der sich bald auflösen wird. Kennt man ja auf der Autobahn. Auf einmal ist der Stau auf einmal gar nicht mehr. Und ja, denkt man sich auch so, ja, was ist da los? Warum auf einmal nichts mehr? Dann des Weiteren haben wir noch eine Sache. Und zwar eine Stadt soll ich Cookies Palace nennen. Cookies Palace. Machen wir hier bei Hooligan Town irgendwas. Sieht aus wie so ein Palast. Haben wir irgendwas Palastähnliches? Wie die alle hier Solar haben. Voll viele haben hier Solar. Ja, was haben wir denn für eine... Das ist doch geil. Ja, guck mal hier. Oh, sogar mit einem... Oh, lala. Ja, hier ist doch gut. Machen wir Cookies. Palast. Super. Hier hast du deinen Palast, Alter. Super. Auch hier alles... Ja, wir müssten vielleicht noch ein paar mehr Dienstleistungen. Haben wir hier Busse, die da langfahren? Ja, ne? Warum fahren hier Busse lang, wenn die gar nicht hier lange fahren sollen? Ach ja, wegen der Einbahnstraße? Nee. Entschuldigung? Entschuldigung, wenn ich frage, aber warum fährt hier der Bus lang? Der fährt doch nur hier lang eigentlich. Warum zum Teufel fährt der Bus da lang? Ich verstehe das nicht. Hä, hey, das war jetzt gerade komisch irgendwie. Nun gut. Wie was haben wir denn hier aktuell für Linienübersichten? Also, Passagiere haben wir extrem viele momentan. Sehr cool, sehr, sehr gut. Und bei der Uberen haben wir auch sehr viele Passagiere. Wir machen bald endlich Züge, Leute. Freue ich mich auch schon sehr drauf. Und das waren, glaube ich, alle Kommentare. Ja. Gut, das waren alle Kommentare. Nicht speichern bitte das Dokument. Dankeschön. Super. Dann machen wir weiter und zwar Baustelle Nummer 1. Ich habe übrigens endlich die Mod aktiviert, die frei zugänglich ist, die auch schon automatisch drin ist, dass man unendlich viel Landschaft hat. Erde-Verfügbarkeitsdingens. Heißt, wir können jetzt auch ganz getrost hier Berge machen, ohne Verfügbarkeitsverluste. Ist, glaube ich, sehr cool. Wird aber den Pinsel ganz gern ein bisschen größer machen. Noch. Machen wir nochmal so. Ich glaube, das bringt mir ein bisschen mehr. Und dann würde ich ganz gerne hier wirklich hingehen und da einen ganz großen Berg scheffeln irgendwie einmal. Ich hoffe, das geht so weit, so gut. Wir haben hier halt schon Ende irgendwo. Mal gucken, ob das hier alles so funktionieren wird. Das Problem ist halt, ich finde den Pinsel zu klein. Ich hätte ganz gerne etwas größeren Pinsel. Die Frage ist, kommen wir hier hoch genug? Und wie wird sich alles verhalten? Gehen die Bäume mit? Nach oben, ja, ne? Ja, die Bäume gehen mit. Also Land ist da sehr flexibel. Hier komme ich vorbei, ich komme nicht allein. Denn ich habe Erde und Hügel.
Okay, kommen wir hier, ja. Ist das jetzt schon hoch? Ja, das ist schon hoch, ne? Kann man schon fast so nehmen, würde ich sagen. Aber ich möchte ganz gerne hier wirklich versuchen, was Schönes hinzuzaubern. So eine kleine erhöhte Plattform. Einfach so. Ja, das ist, glaube ich, ganz cool, wenn das dann so nach unten geht, wieder ins Tal rein. Oh, und dann haben wir da einfach so, perfekt. Hier noch ein bisschen erhöht hinmachen. Da muss, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr erhöht sein, damit wir da so eine schöne Biegung haben. Das sieht gut aus, das sieht perfekt aus, so muss das sein. Und hier oben muss halt eine Plattform hinkommen. Kann man das hier irgendwie gerade scheffeln? Ich mach das wieder richtig, denn ich bin der Dom und ich kann das. Ganz toll. Ihr habt nichts gesehen. Okay. Das war irgendwie... Ja, okay, okay. Ist das hier ein gerade Tool? Es ist ein gerade Mach-Tool, super. So. Und zwar, ich würde ganz gerne hier oben... wo haben wir denn? Monumente? Wo ist das Observatorium? Das ist eine Frage. Opernhaus. Da, Observatorium. Was? Wir brauchen 1000 verlassene Gebäude in der Stadt für ein Observatorium. Also, und wir haben 0? Das kann aber nicht sein. Ist wahrscheinlich der Bug, weil ich hier verlassene Sachen irgendwie habe, oder? Das kann aber nicht sein. Scheiße. Ich würde ein Observatorium hier machen eigentlich. Und warum können wir das dann nicht machen, wenn wir keine Kohle haben, oder wie? Ey, ich will Observatorium da oben hinpacken. Naja, wir können halt auch den Cheat benutzen, dass wir alle Monumente freischalten. Das noch, gefällt mir noch nicht ganz so gut, um ehrlich zu sein, gerade hier. Es muss noch ein bisschen mehr nach oben, denke ich. Aber Observatorium muss irgendwie schon hin, finde ich. Hier oben in diesem Gebiet. So, finde ich schon irgendwie. So vielleicht, dann noch so vielleicht. Okay, ja, 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 ja. Aber da oben muss das schon hin, finde ich. Das ist wie gemacht dafür. Oh, geil, ey. Hm, und da können wir da oben was anderes hinstellen, was vielleicht auch geil wäre. Vielleicht sowas wie die Freiheitsstatue oder so. Naja, wir gucken mal später. Aber wir haben jetzt einen schönen Berg gezaubert. Sieht ganz schick aus. Dann können wir vielleicht sogar schon einmal hingehen und so ein paar Wege hinzimmern. Vielleicht irgendwie versuchen, der Route nachzuempfinden, die hier so gebaut ist. Geht das irgendwie? Voila. Wir machen es erstmal grob so, ja? Soja, jetzt ein bisschen Sojamilch. Ja, du, das ist okay so. Gefälle zu steil. Aber so nicht. Ah, da war doch gerade was. Warte, ich mach mal kurz das Ding hier aus. So geht's. Scheiße. Scheiße. Das ist zu steil, oder wie? Scheiße. Ja, okay. Dann machen wir es wieder runter hier. So vielleicht. Passt das besser für dich, liebes Spiel? Ja, perfekt. Nee, das war doof. Ja, wir machen das mal so. Ja, ja, ist okay. Oh, das sind natürlich auch... Können wir vielleicht mal eine Brücke hinmachen oder so? Geht das? Ja, du, das ist okay, ne? Also okay im Sinne von, ist scheiße, aber... Gefälle zu steil? Gefälle zu steil. Gefällt mir gar nicht. Okay. Okay. Ja, da war doch was gerade. Nee. Ja, du, ich würde jetzt gerne irgendwie mal nach unten kommen, so langsam, aber sicher. Also, ich weiß nicht genau, warum es nicht geht, aber irgendwie muss man nach unten kommen hier. Das ist irgendwie crap. Das ist irgendwie scheiße, Leute. Das gefällt mir gar nicht gerade. Das ist doof geworden.
Ja, machen wir normal irgendwie. Ich weiß nur nicht, wie am besten. Ja. Also hier können wir nicht... Oh, das geht. Wams. Okay, geil. Dann machen wir die Straßenführung mal nach da weiter. Na, wir müssen nochmal leider eins abreißen, was ich sehr bedauernswert finde, weil... Naja. Ist halt irgendwie doof. So. So. Kommen wir hier noch durch? Kommen wir? So. So. Und so. Perfekt. Vielleicht können wir hier noch was ranknüppeln. Was vielleicht so geht. Ja. Und so haben wir da oben, na, was Schönes gemacht. Glaube ich. Bin mir noch nicht ganz genau sicher, ob das wirklich schön ist. Oder ob das irgendwie, weiß ich nicht. Es wird schon. Es wird schon irgendwie. Vertraut mir mal, Leute. Ich bin Profi. Ich weiß, wie das funktionieren muss. Glaube ich. Cool. Ja, lassen wir erstmal so. Und dann können wir das in Ruhe demnächst mal machen. Hier oben muss irgendwas Tolles hinkommen. Wie gesagt, Observatorium halt. Ob wir das freischalten werden, so irgendwie durch, durch die Cheats, weil, aber 1000 verlassene Gebäude, ganz ehrlich, Leute. Wie sollen wir denn jetzt 1000 verlassene Gebäude, stemmen? Aber vor allem, warum geht das nicht nach oben? Wirklich nur wegen dem Dingens? Okay. Also, wir müssen hier uns mal ein bisschen, dran weiterarbeiten, weiter tun. Und zwar, müssen wir hier halt die Anbindung machen, ne? Wäre echt cool. Ist aber auch eine Sache, das ist schwierig. Das ist, glaube ich, zweispurig. Das ist jetzt zweispurig gewesen. Ist, glaube ich, in Ordnung. Also wir fangen mal an. Wir haben hier eine Abfahrt. Wir machen die ein bisschen verfrühten. Denke ich mal. So geht's leider nicht. Wie immer halt. Einmal. Ach so, das ist natürlich falsch. Zweispurige Autobahnen. In zwei Richtungen. Zweispurige Autobahn mit Lärm in eine Richtung. Zweispurige Autobahnabfahrt. Autobahnauffahrt, ja, ja. Wie war denn nochmal eine zweispurige Autobahn? Autobahn in eine Richtung mit Lärmschutz. Zweispurige Autobahn, Autobahn in zwei Richtungen. Zweispurige Autobahn. Ne, wir machen da eine Abfahrt hin, oder? Denke ich einfach nur normale. Aber hatten wir nicht hier vorne auch zweispurige Abfahrten? Oder ist es einfach nur eine Autobahn gewesen? Ja, ist einfach nur eine Autobahn, denke ich. Wir lassen das mal so und wenn wir wollen, können wir immer noch mal irgendwie da was Tolles hinzaubern. Vielleicht eine zweispurige machen oder so. Irgendwann einmal. Dann dasselbe auch nochmal hier, dass die von da natürlich nach da kommen. Habe ich das so sehr verschätzt? Wo ist denn das? Da ist das Ding, da muss es ungefähr da sein, ne? Habe ich mich wirklich ein bisschen verschätzt. Wir machen das mal von... Ne, wir müssen das schon von da machen, damit wir halt auch die Richtung haben. Ja, machen wir mal so. Machen wir mal vielleicht doch nicht so vielleicht? Sieht schon komisch aus. Lassen wir aber mal so. Und dann müssen die rein theoretisch ja noch von hier da oben hinkommen. Wir brauchen irgendwas mit Busse, brauchen wir. Neue Gebäude, alles klar. Komme ich da nicht hoch? Hallo? Komme ich irgendwie nicht lang irgendwie. Jetzt haben wir wieder das Problem, dass wir uns wieder ein bisschen daran aufhalten werden. So, aber wir können ja dabei reden, Leute. Wie war denn euer Tag? So, habt ihr Spaß gehabt? Wo auch immer ihr heute wart. Bestimmt, oder? Also, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ihr mal keinen Spaß habt. Das ist eigentlich eine Sache der Unmöglichkeit. Ihr und kein Spaß, das ist wie, weiß ich nicht. Ich muss, glaube ich, hier nochmal anders machen. Tut mir leid, ich muss ein bisschen höher machen hier. Also nach da eher so. Komme ich da lang? Na? Nein? Ja? Und jetzt nochmal hier runter. Und dann anknüpfen. Gut. Nochmal hier vielleicht ein bisschen bessere, etwas smoothere Biegung machen. Boah. Boah. Boah, boah geil. Sieht doch ganz okay aus. Und dann wollen die natürlich auch von hier daran kommen. Das heißt, wo haben wir das hier angeschlossen? Eigentlich auf derselben Höhe wie da, nur ein bisschen mehr nach innen gezogen. Sprich hier. Heißt, wir machen jetzt hier sowas hin. Ne, wir machen das mal von darum auch, glaube ich. Müssen wir gleich nochmal umdrehen, den Spieß. Aber ist, glaube ich, okay.
Also zuerst einmal so vielleicht gemacht. Dann gehen wir mal nach oben. Gehen wir mal nach oben, sagte ich. Hallo? Ja. Mach mal kurz das hier aus. Ja, ja, genau so ist besser. Ja. Ja. Und dann nach unten? Oh, das ist aber sehr hoch. Oh, so ist es aber zu gewesen, glaube ich. Oder meine ich das nur so? Aber ist auch ein Berg, ne? Ist ja auch lustig, weil, dann natürlich dann, nee, das ist doof. Da war doch gerade was. Super. Und dann runter damit. Runter! Okay, super. Und jetzt halt noch umdrehen den Spieß. Heißt, umdrehen. Noch ein bisschen aufsmoothen vielleicht, so. Nicht outsourcen, outsmoothen. Oh, geil, so. Ja, das ist doch schon mal schön. So, wir müssen die Folge gleich beenden, aber das Problem folgendermaßen, wir brauchen noch ganz viel Industrie. Ich sehe das schon, keine Panik, Leute. Problem ist folgendes. Und zwar, dass das hier scheiße aussieht. Okay. Die kommen jetzt von hier, können sie abfahren und können auf die Autobahn und auf die Autobahn. Die können von der Autobahn auf die und auf... Also die können quasi abfahren auf beide Autobahnen. Die können jetzt quasi von hier abfahren auf beide Autobahnen, ne? Also wenn die von hier kommen, können die auf beide Autobahnen. Und wenn die von da kommen, können sie halt nach da fahren. Aber... Wir haben jetzt noch keinen Weg gemacht, dass die von hier auf die Autobahn kommen. Ist das richtig? Oder meine ich das nur so? Muss ich das noch irgendwie machen? Müssen die auch von... Die kommen von hier nach da drauf und nach da drauf. Also von hier, der Weg ist gemacht, nach da. Und von hier ist von da, nach hier gemacht. Aber dann brauchen sie ja noch einen Weg von hier nach da, ne? Die müssen ja noch von da nach da kommen, oder? Ah, sehe ich das gerade irgendwie falsch? Oder... Was haben wir denn hier nochmal gemacht? Hier haben wir auch ganz viel Autobahnwirrwarr gemacht. Aber ich denke, wir müssen da rein theoretisch noch Folgendes hinmachen. Und zwar irgendwie... Was denn? Vergesst nicht, Gebäude freizuschalten. Ja. Dankeschön. Und zwar müssen wir rein theoretisch jetzt noch... Also, was ist, wenn die Leute... Wir haben ja hier eigentlich... Wir haben doch hier eine Dingens, ne? Eine Bundesstraße. Also eigentlich, wenn sie auf die Autobahn wieder wollen, ich meine, die kommen jetzt auf die Autobahn von da. Die kommen halt nur nicht von hier auf die Autobahn. Sprich, wenn sie aber hier sind, müssten sie ja rein theoretisch auch hier schon gewesen sein. Sprich, die wollen nur auf diese Autobahn hier, oder nicht? Die wollen ja nur hier drauf. Heißt, die können doch rein theoretisch einfach hier eine Abfahrt machen, oder nicht? Also rein theoretisch. Die vielleicht da so lang führt. Und da so reingeht. Oder nicht. Dass die von hier da drauf können. Gut, wenn die auf die Autobahn wollen, haben sie halt ein Problem, ne? Weil... Na, wir müssen das schon anders machen, glaube ich. Wir beenden erstmal die Folge. Ich mach's, glaube ich, mal in der nächsten Episode, okay? Bis morgen, oder da rein. Auf Wiedersehen und Tschüssikowski. Tschüss!